So wie ihr hier sehen könnt, gibt es auch genug Plattenbauten, Hochhaussiedlungen. Heute sind wir in Neukölln. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es hier aussieht. Ich war hier vor 15, 16 Jahren. Daher, dass ich damals zum Breakdance-Training gegangen bin, hatten wir sehr viele Orte in Berlin. Ich würde sagen, herzlich willkommen in Berlin-Neukölln. An der Lippe, Lipschitzallee. Freunde, U7 Richtung Rudo, Neukölln. Wir sind hier im tiefsten Neukölln. Ja, jetzt erstmal zur Einleitung würde ich sagen, Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, einer der krassesten Brennpunkte damals, heute weiß ich nicht. Ich habe ja schon wieder ein paar Hipsters gesehen gerade, die gerade rausgekommen sind. Aber ja, ich würde sagen, wir beginnen das Video, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier gibt es einiges zu sehen, daher wird das Video mit einem Schnitt sein, mit Schnitten sein. Schaut euch doch mal kurz um. Siedlungen, Wohnsiedlungen, auf der anderen Seite mal ein Hochhaus. Ja, da hinten gibt es noch eine Menge zu sehen. Und da nochmal, da wird sogar nochmal was dazu gebaut. Ich würde sagen, kommt, ich nehme euch mal mit in die Richtung. Naja, und dann kommen wir auch natürlich an die anderen Orte mit Schnitt. Sonst würde ich natürlich das Video hier, würde ich in den Rahmen sprengen mit dem Video. Hallo. Ja, was wir hier gleich auf dem Boden sehen. Tja, bisschen Dreck ist gut. Neukölln-Vibes. Ja, tiefstes Neukölln hier. Mit einer Mitgliedschaft von der SPD. Hakan Demir, Mitglied des Deutschen Bundestages. Hat er jetzt hier seinen eigenen Laden oder was? Grüße ihn raus an Hakan Demir. You made it. Hier nochmal natürlich ein Komplex. Wenn ich eine Drohne hätte, die noch ganz wäre, würde ich euch natürlich auch das Ganze hier von oben zeigen. Aber jetzt sparen wir auch bis dahin. Wir sparen zu bis zur Drohne. Ja. Damals bin ich hier zum Training gegangen. Ich bin sogar auch noch gespannt, ob das diesen Ort noch gibt. Ich zeige euch das mal. Sehr entspannt, sehr, sehr ruhig. Tolle Sonne, schönes Wetter. Die Leute sitzen an den Cafés. Da hinten steht bei Murat ein Imbiss. Ja, sehr interessant. Wir gehen mal ein bisschen spazieren und checken hier mal so die Lage. Zwischendurch, wenn es ein bisschen langweilig wird, mache ich natürlich die Schnitte daraus und zeige euch nur die besten Sachen vom Ort. Ja, die Häuser hier, also die Gebäude hier, fällt auf, mit Netzen gespannt. Abgesperrt so ein bisschen, dass es hier irgendwie nicht zu Umfällen kommt wahrscheinlich. Neukölln, Freunde. Ja. Ich würde im nächsten Video wahrscheinlich nach Rudo fahren, für euch extra. Ist ja auch Neukölln, Rudo, Altbuko, da in die Richtung. Wobei hier muss ich sagen, sehen die Gebäude sehr, sehr steril aus, also sehr sauber. Hier auch. Sieht das, obwohl die schon ein bisschen älter sind, 70er, 80er Jahre, sehen die trotzdem sauber erhalten aus. Die sind hier zum Beispiel, die Wohnhaussiedlungen, Hochhaussiedlungen hier in Neukölln, sind hier nicht so kaputt oder so abgefuckt. Vielleicht, ja, mehr im Inneren, so weißt du. Mal gucken, ob wir in der August-Gültige Haus reinkommen. Schaut sich das an. Service Wohnen für Senioren. Alles klar. Wir lassen das aus. Von daher auch so sauber wahrscheinlich. Eine Bäckerei in der Nähe. Naja. Türkische Laden. Bereket Market. Das sind sozusagen so Senioreneinrichtungen, die wir sehen. Okay. Gut, gehen wir erstmal in die Haussiedlungen hier. Zu den Gebäuden. Mal sehen, was hier so abgeht. Besser als auf dem Frankfurter Berg. Ja? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Frankfurter Berg, so der Stil. So mit der Straße, mit ein bisschen Park mit hinein. Ja, so ein bisschen ländlich. Bloß hier ist kein Wind und
kein harter Regen und kein Sturm halt. Ne? Als ich da war, war schon heftig. So. Ja, krass. Das ist also Neukölln, ja. Apropos, wenn ich vom Sturm rede, kann ich euch mal kurz hier zeigen, was der Sturm vor ein paar Monaten war, das jetzt schon. Monat her oder was? Was er so mit der Gegend hier in Neukölln gemacht hat zum Beispiel. Da habe ich auch sehr viele Zeitungsartikel gelesen und Ausschnitte gesehen. Schaut euch das an. In Neukölln wurden ganze Bäume rausgerissen. Was mir hier auffällt zum Beispiel, super schöne Bauten, restauriert, renoviert mit grünen Balkon Vorderseiten. Ja, dasselbe hier und dasselbe auch dort dahinten. Jetzt waren wir hier bei den grünen Balkonen. Grünen Balkonenhäuser. Ja, an sich eine ruhige, typische Neuköllner Gegend. Alter, ultra sauber. Ich glaube, hier ist es am saubersten, ne? Neuköllner Hut ist bis jetzt am saubersten. Also wenn es in so eine Hochhaussiedlung geht, um eine Hochhaussiedlung. Es ist keine Hochhaussiedlung, aber trotzdem. 10 Etagen hat das Ding. 9 Etagen. Heftig. Schauen wir uns mal an, von ein bisschen nah, wie das Ganze aussieht. Schaut mal, wie sauber. Ja, Lipschitzallee, Alter. Lipschitzallee ist sauber, Alter. Gropius wohnen steht drauf. Natürlich zu, da kommst du nicht ran. Jetzt gehen wir mal ganz kurz rüber zu den anderen Gebäuden und gucken uns das mal an. Nee, ansonsten lass mal, ist schon sauber. Schaut euch mal um. Einmal 360 Grad für euch. Parkplätze super sauber. Jeder steht gerade und richtig. Ja, guck mal hier. Super clean, super steril. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, hier würde sich das auf jeden Fall einfach wohnen, so. Wenn man da nochmal rankommt hier. Neukölln ist ja auch dann immer teurer. Hey, der Kleine fragt, was sucht er hier? Ja, I don't know, manchmal weiß ich selbst nicht, was ich mache. Mein Kleiner. So. Löwensteining steht drauf. Ecke Walter Maiweg. Ja, und das sind so die Ghetto-Gebäude, die ich meine. Löwensteinring. Ach, Löwensteinring, alles klar. Schaut mal hier, das sind dann noch so Gebäude, wo ich sage, die wurden nicht irgendwie renoviert, restauriert, was auch immer. Das sind so ein bisschen ältere Gebäude auch. Trotzdem sauber. Im Gegensatz zu Wedding. Schaut euch die Gebäude hier an. Da können wir auch vorbeigehen. Da sind noch mal ältere Gebäude. Und das sind alles Neubauten. Seht ihr auch. Walter Maiweg. So. Ja, heftig. Das sind aber mindestens schon 15 Stockwerke hier. Ja, das sind, gehören schon zu den Hochhaussiedlungen hier. So ein ganz alter BMW hier, Alter. Das sind so diese oldschool russische Style hier. So einen alten Wagen damals. Löwensteinring sind wir gerade. Alles blüht langsam auf, ihr seht's. Wunderschön. Im Sommer ist die Gegend bestimmt auch super warm, Alter. Und es ist auch super schön. Alles ist grün. Und ja, die Gegend ist fresh. Ja, hier musste ich mal nochmal her mit der Drohne. Und vielleicht nochmal eins von den Gebäuden mal hoch. Ich sehe gerade ganz oben, ist da jemand auf dem Balkon. Guckt mir zu. Das ist eine Hut für sich so. Aber wie gesagt, die Hut ist sauberer. Viel sauberer als in Wedding. Ja. Da ist ein Typ ganz oben. Ja. Da schaut mir zu gerade. Schon denkt er, Alter, das ist 16, habe ich erwartet. Endlich kommt er auch meine Hut, Alter. Endlich. Kommt er überhaupt durch? Ja, wir kommen da durch.
Balkon-Vibes. Das sind aber schon mehrere Stockwerke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Stockwerke. Ja, krass, auch eine sehr interessante Gegend. Jetzt gehen wir gleich an so einer Serie Blöcke vorbei. Und ja. So heftiger Wahnsinn, weißt du? Schaut sich mal an, wie das aussieht. Naja, auf jeden Fall auch hier die Hochhaussiedlung. Crazy. Sehr, sehr hoch. Schaut sich das an. Heftig hoch, die 13, 14 Stockwerke. Und ja. Willkommen in der Neuköllner Hut, Freunde. Die Bäume auch sehr interessant, oder? Was geht ab? Die Bäume habe ich noch nie mal neben gesehen. Also hier nochmal an den Gebäuden vorbei. Ich glaube, die Jungs hatten sehr, sehr viel Kohle in der Hand. Krass, dass man als Minderjähriger schon Deals macht. Das ist der Hammer. Alter, was ist denn hier los? Ich habe hier eine Mülltonne gefunden. Oder das, was es mal war. Was geht ab? Das war mal eine Mülltonne, Freunde. Die Gebäude sind real, auf jeden Fall. Ja, wir gehen weiter entlang an den Gebäuden. Ihr seht ja, da hinten geht es ja auch weiter. Auch auf der anderen Seite geht es weiter. Auch da. Das sind so neue. Seht ihr das? Das ist neu. Das ist schon älter. Ja? Und hier bleiben wir auch bei den Älteren. Ja, hier ist die Hut. Ich wurde auch hier schon gespottet. Einige Leute gucken einen an. Ja, also auf dem Junge, was suchst du hier? Ja, heftig, das ist hier die Hut, Freunde. Das ist die Hut hier, Freunde. Das hier. Das ist die Hut hier, Freunde. Die zwei Jugendlichen waren wirklich Dealer, ne? Heftig, Alter. Ja, hey, das ist die Hut hier, Freunde. Guck durch das Sonnen. Da ist die Hut, Freunde. Hier ist die Hut. Hier in Neukölln, Freunde. Hier muss ich mal im Sommer herkommen. Hier ist bestimmt crazy vibe. Boah, hier ist ja richtig crazy shit. Die Gebäude sind real, real. For real, Digga. Gansbergstraße. Nee, Gansbergsteig. Das ist so, das meine ich so. Das darf man hier nicht so aus den Augen lassen. Das ist so der Vibe. Das ist hier so der Vibe, Freunde. Das ist hier so der Vibe. Schaut euch um. Heftig, Digga. Das ist hier der Vibe, Digga. Das hier, guck mal hier. Bam. Als Thumbnail kann man das nutzen. Das ist hier der Vibe, Freunde. Und Luxuskarossen. Weil hier nochmal Brennpunkte sind. Hier ist es ein Brennpunkt. Und sozial schwächere Schichten. Aber, obwohl sie sozial schwächere Schichten sind, gibt es hier Luxuskarossen. An jeder Ecke. Auf jeden Fall, ja krass, die Gebäude sehen heftig aus. Da ist schon next level hier. Machen wir mal ein Foto zusammen. Ganz kurz, wir stellen uns mal hier hin. Heftig. Ein Thumbnail wäre schon heftig hier. Moment. Ich würde sagen, das reicht. Daraus nehme ich mir dann ein Foto raus. Und ja. Hier ist schon sein eigenes Vibe. Wollte ich euch mal zeigen. Und hier ist schon. Und Neukölln ist nicht zu unterschätzen. Neukölln ist auch gefährlich.
Früher. Ich weiß nicht, ob es heute so ist, aber früher, ja. Ja. Milton. Noch mehr Hochhaussiedlungen, noch mehr Hoods. Auch irgendwelche G's an jeder Ecke, die mit ihrem Geld rumspielen, also mit Papiergeld. Also ganz viele Scheine habe ich gesehen bei den letzten Jugendlichen zwei, die haben ganz viele Scheine gehabt in der Hand. Obwohl man sagt, mit 15, 16, sowas hatte ich noch nie gehabt. Ich hatte noch nie so viel Geld in der Hand. Als Jugendlicher vor allem. Freunde, ich habe ja noch auch ihn jetzt, in der jetzigen Zeit, noch nie 10.000 Euro in der Hand gesehen. Ja. Wir wissen, was die machen, ne? Wir wissen es. Heftig, Alter. Mit 15 habe ich am Playmobil gedacht und war im Sandkasten Neukölln. Naja. Hier nochmal die Gebäude schön zu sehen. Schaut euch das an. Boah, es hat gar kein Ende hier. Heftig, Alter. Dahin geht's noch weiter. So wie es aussieht, wird das ein One-Take, aber wir machen noch ein Video hier in der Gegend. Mal schauen. Wagen mit Loch drin. Killer. An sich ein super ruhiges Örtchen. Auch sauber auf dem Boden eigentlich. Es ist jetzt nicht viel Dreck oder so auf dem Boden, aber ja, ist okay. Was geht denn da? Auf der anderen Straßenseite, da gehen wir jetzt einmal rüber. Aber die Gebäude waren schon sehr interessant. Der Vibe hat hier auf jeden Fall gestimmt. Hier ist so die Hut. Auf jeden Fall war das hier die Hut. Seht ihr? Luxuskarossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Zweite, jeder Dritte, wollen wir nicht übertreiben, aber mindestens jeder Dritte hier Hartz-IV-Empfänger ist. Ich war es auch. Lipschitz Allee, direkt an der Allee. Hamburger Döner Kebab Lipschitz Grill sind wir hier gerade davor. Direkt hier in der Hood, aus dem Nichts, in der Pampa. Hier Gebäude, da Gebäude, Alter. Hier ist schon ein Vibe, so ein gewisser Vibe, den man so in Wedding nicht kennt oder bekommt. Hier ist es, wie gesagt, Neukölln hat nochmal einen ganz anderen Stil, eigenen Vibe. Und ja, Fritz-Erle-Allee, Lipschitz-Allee. Ach, es ist grün. Jetzt ist wieder rot. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, Gropius-Haus. Das sind so Gropius-Häuser, Gropius-Ketten. Gropius-Haus. Auch so ein richtig abgefucktes, meiner Meinung nach, Komplex. So ein richtig abgefucktes, eine abgefuckte Plattenbaute. Dafür zahlst du dann 600, 700 Euro Miete und davon leben dann so irgendwie 500, 600 Leute drin. Heftig, Digga. Ich weiß nicht, ob man hier wohnen wollen würde. Aber, ja, die Leute haben keine Wahl wahrscheinlich. Irgendwie verpasse ich hier die ganzen freaking, wie nennt man das? Ampelmann. Ich gehe jetzt hier rüber. So, wir gehen jetzt hier rüber. Guck mal, dahin gibt es auch kein Ende. Wir gehen jetzt auch mal da weiter, oder? Gehen wir da weiter? Guckt euch das an. Die Hochhaussiedlung hier. Bam. Dahin geht es auch noch weiter. Guck mal da. Dahin geht es immer mehr. Hier geht es immer weiter. Komm, wir gehen da mal dahin. Wie es aussieht, wird das Video in One Take. Tut mir echt leid. Ja, gibt schon krasse Gegenden hier. Auf jeden Fall. Hier genau dasselbe Komplex. Gropius Haus. Genau dasselbe Ding wie auf der anderen Seite. Genau dasselbe Ding auf der anderen Seite, Boss. Schwimmbad. Gropiusstadt. Kombibad Gropiusstadt sind wir gerade. Ach, okay. Das ist der Freibad hier. Hier war ich zum Beispiel noch nie in meinem ganzen Leben.
habe ich das jetzt auch mal gesehen, wie es hier aussieht. Eine riesen Einfahrt hier in die Garagen. Eine riesengroße Einfahrt. Wie so eine Art Labyrinth hier ums Haus herum. Bro, wer wohnt da? Vielleicht probieren wir da mal kurz reinzugehen. Da mal kurz reinzukommen. Aus dem Nichts. Wir probieren es. Wir sind auch schon, wir müssen auch keinen Schnitt machen, wir sind auch schon vor Ort. Ja, das ist hier ein Schwimmbad. Hier war ich noch nie. Ich kenne nur das Kolumbierbad. Junge, der Wind geht mir so auf den Sack, Alter. Verpiss dich doch. Ja, wir hatten One Take an der Lippe. Lipsis Allee. Das ist eine Rabe. Das war ein Rabe. Guck mal hier, allein der Durchgang drunten runter. Bro, das ist das, was wir gesucht haben. Genau das. Fritz Erle Allee ist der Hood, Bro. Einmal hier ideal ein Gebäude, was richtig hoch ist. Dann gegenüber die Komplexe, die wir schon kennen. Ja, die Komplexe, die wir schon von der anderen Seite gesehen haben. Aber jetzt zieht euch mal das rein, Digga. Zieht euch mal hier die Mülltonnen rein. Digga, kommt hier keine Müllabfuhr nach Neukölln, wie auch im Wedding? Im Wedding war das genau so. Das ist doch mal ein Bild, oder? So hier. Dicker, Alter. Neukölln versinkt im Dreck. Oh, hier muss man aufpassen, wie bei Hundekacke. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. Vielleicht ist die Tür offen, dann gehen wir ganz nach oben. Wie in Spandau-Starken war das. Die Sonne wird immer schwächer. Immer noch Frühling, bald ist die Zeitumstellung auf die Sommerzeit. Am 27. wird die Uhr umgestellt und ich freue mich schon drauf. Weil es wird immer heller, es wird immer früher früher hell, ganz spät dunkel. Man kann endlich entspannen. Scheiß Winter hier in Deutschland, geben wir auf die Eier. Ich hasse Winter. So. Bibis Shop steht drauf. Backshop, Presse, Tabak, Getränke. Okay. Kriegt man da was anderes bei ihr? Achso, das ist der sowieso eine Zeitungsladen. Hier, guckt euch das Gebäude an. Heftig. Alles fliegt hier rum, ist zu windig. Alter, da kommen sogar rein, Freunde. Gibt's hier einen Jackpot, Digga? Hier gibt's auch einen Fahrstuhl. Hier gibt's auch einen Fahrstuhl, Digga. Digga. Und wir gehen nach ganz oben, oder was? Der 29. Bro, hier geht's richtig hoch, Alter. Der Digga, 29 Stockwerke, fast 30 Stockwerke. Und da fahren wir jetzt hoch. Alles One Take. Ist mir jetzt auch scheißegal, Freunde. Heftig. Was sind das hier für Gebäude? Jetzt sind wir hier ganz oben drauf und schauen uns das an. Aber, boah, der Fahrstuhl wackelt auch heftig. 17. Stock. Oh, meine Ohren, Digga. Der Fahrstuhl ist super schwer. Ich meine, super schnell. Der Fahrstuhl ist super schnell. Wir sind auf 29. In 30 Sekunden. Das waren 30 Sekunden. Das waren 29 Sekunden. Alter Schwede, wo sind wir? Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht, Freunde. Heftig. Heftig, Digga. Ich
war schon lange nicht mehr so ganz oben irgendwo. So, was geht eigentlich dort? Da kommt man da weg. Fensterklinken sind abgebaut worden, damit da keiner Fax macht. Gibt es hier irgendwo Crack-Ecken? Nee, aber ja, hier können wir rausgucken. Geiler Scheiß. Puh, ist das schwindelig, Digga. Mir ist schwindelig. Boah, wenn du da fällst, ja, wenn mein Handy jetzt fallen würde, wäre vorbei, meine Kamera. Schaut euch das an, Freunde. Aber hier wohnt doch kein Schwanz mehr, oder? Da wohnt doch keiner mehr, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Guck mal, auch hier die Gebäude reißen, Alter. Sehr, sehr vorsichtig sein. Digga, hier müssen die doch alles absperren, absichern. Hier kommt doch safe jemand hin, um zum Springen, oder? Ich bin ein bisschen vorsichtig, schaut euch das an. Heftig! Neukölln von oben, Freunde. Heftig. Was für ein Ausblick, Bro. Wie am Alexanderplatz. Schaut euch das an, Freunde. Das ist Berlin, Neukölln, Lipschitzallee. Doch, hier wohnen Leute. Mülleimer und so. Krass. Heftig, ja. Heftig, Digga. Wer chillt hier? Fast 30. Stock. Oh, Digga, was? Ey, wenn du hier, um Gottes Willen, wenn du hier fällst, Digga, das ist sogar noch höher als Starken, glaube ich. Ja, das ist höher. Oder? Starken waren 30, 32, oder? Auf jeden Fall, wenn du hier fällst, hast du verloren. Da hinten nochmal schön zu sehen, Alexanderplatz. Mir ist schwindelig gerade hier. Gerade übel schwindelig so, aber ist okay. Der Alex. Ja, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Aber hier ist jetzt keine Hut. Hier sehe ich jetzt auch nichts Schmutziges. Absolut nicht. Ja, so die Ecken so ein bisschen, ja. Ansonsten ist nichts. Keine Spritzen, kein gar nichts. Also ich sehe nichts. Hier ist bis jetzt gar nichts. Wir gehen wieder runter, Freunde. Bock hier auch anzufassen, Alter. Wir gehen wieder runter. Gästeraum, Gemeinschaftsraum. Gästeraum, zwei. Wir haben wieder ab. Auch hier super sauber. An sich ganz normale Hausflure, ganz normale Flure. Da hinten wird immer mehr gebaut. Die bauen jetzt mehr neue solche Gebäude. Digga, und wir gehen jetzt hier ganz, ganz runter. 30 Sekunden. Und ich war oben. Mal sehen, wie lange das dauert. 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18. Im Sekundentakt fahren wir runter, Freunde. Im Sekundentakt. 15 Sekunden bis hier oben. Was war das, Alter? Das ist schon eklig. Die Fahrstühle sind eklig hier. Shit, Mann. 7-6 Sekunden noch, bis wir ankommen. Digga, kann man hier nicht stehen? What the fuck, Bro? Neuköllner Fahrstühle sind gefährlich. Erdgeschoss, wir sind da. Ey, ich bin heil auf dem Boden. Oh, meine Ohren wieder. In 30 Sekunden waren wir unten. Heftig, Bruder. Ein Duden. Was auch auffällt, hier wird schön geheizt und so. Schön warm hier drin, auf jeden Fall. Briefkästen, alles in Ordnung, keine Crank-Ecken, kein gar nichts, seht ihr auch hinter mir. Achso, ziehen. Ja, saubere Siedlung an sich, Neukölln. Boah, und hier sind wir ganz unten, ich bin sehr happy hier zu sein, Bro. Ich bin richtig happy, wieder unten zu sein, Bro. Da ganz oben waren wir. Damn, son, das war heftig, Alter. Aber habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Deswegen liebe ich One-Takes. Wenn das jetzt länger dauern würde, wäre abfuck für das Video, wenn ich jetzt 5 Minuten nach oben brauche. Aber war ja nicht. Heftiger Ort, Mann. Ja, krass, Alter. Was soll ich sagen, Alter? Schöner Ort. Schön sauber. Nur ein paar Mülltonnen so. Das ist so ein bisschen crazy. Ein paar Bauarbeiten jetzt hier und so. Okay, aber ich stelle mir vor, hier so eine kleine Gaststätte. Ich stelle mir vor, dass es hier im Sommer richtig schön ist, Alter. Hier mal hinzusetzen, mal irgendwie auf eine Cola oder ein Bier.
sich hinpflanzen, mit Leuten unterhalten. Machen wir alles. Lass mal ein bisschen wärmer werden. Bis dahin habe ich auch meine Drohne. Ja, neue Drohne werde ich dann haben. Heftig die Blöcke hier allein. Ist ja unglaublich. Die Gebäude hier, die Wohnsiedlungen hier. Ja, Mann, krass, Mann. Es ist alles so wie ein Märkisches Viertel, so ein bisschen, erinnert mich daran. Schaut sich das an. Das sind ja hunderte von Leuten, die hier leben. Also, hier bist du nicht mit 50, 60 Leuten abgespeist. Digga, das ist hier eine Miete allein 100, 200.000 Euro im Monat, oder was? Wenn sie die ganzen Mieten zusammentreiben. Das sind hunderte Leute, die hier leben, in einem so einem Gebäude. Ja, was ohne Ende ist. Ein Gebäude mit dem anderen vernetzt. Einfach nur ein einziges Gebäude, so ein rundes Viertel. Ja, heftig. Ja, aber dennoch, also ich wäre mir zu viel so. Also vom Stil her wäre mir das zu viel so, weißt du? Schon krank. Die ist ja komplett next level. Die Frage ist, wer wohnt hier? Einmal in die Kommentare. Wer von euch wohnt hier? Gibt es Zuschauer, die hier aus dieser Gegend sind? Aus Lipschitz Allee? Die sind wahrscheinlich schon längst woanders auch wieder weitergelaufen, aber. Ja, Digi. Heftige Gegend, Alter. Heftig. Ja, ich würde sagen, das war es auch jetzt von der Lipschitz Allee. Wir laufen jetzt bis dahin, bis zur Straße. Und dann würde ich sagen, erzwingen wir nichts weiterhin. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich meine, wir haben euch jetzt ein bisschen was gezeigt. Auch hier natürlich von der Hygiene her eher so an den Seiten dreckig, aber sonst so auf dem Boden. So direkt, wo die Leute wohnen, darauf achten die schon. Ja. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Guckt mal nochmal hin. Dass mehrere hundert hier leben. Sagen wir mal, hier kostet eine Wohnung 500 Euro. Sagen wir mal, 500 Euro. 100, 100, 200, 300, 400. Sagen wir mal, 500 Leute. 500 Leute. 30 Etagen. Sagen wir mal, 25 Etagen. 25 mal 25 pro Ort. Sagen wir mal 300 Leute, 300 Wohnungen. 300 Wohnungen mal 500 Euro. Mann, schon Cash, Digga. Okay, gut, keine 100.000, aber. Hallo. Die Frau macht ihr Ding. Ja, diese Siedlungen machen sehr viel Geld. Und dann quetschen sie die Leute hier rein. Voll eklig. Naja. Heftiger Ort, Frau. Und die bauen noch mehr hier. Ihr seht es hinter mir. Es wird noch mehr gebaut. Und da ganz oben waren wir gerade, Alter. Freunde, das war's mit dem Video. Wir laufen jetzt bis zum Lidl. Und dann war es auch schon mit dem Video, Freunde. Ja. Ist auf jeden Fall eine andere Welt hier. Ja? Berlin, Neukölln. Berlin ist halt vielseitig. Dahin geht es noch weiter, noch mehr mit den Gebäuden. So, Freunde, sonst sprengen wir unseren Rahmen dieses Videos. Ich würde sagen, danke euch auf jeden Fall für diese Reise auch weiterhin. Danke fürs Folgen. Folgt mir weiterhin auf meine ganzen Reisen, Deutschland, berlinweit. Auch mal international dieses Jahr. Wir werden in die Vereinigten Staaten gehen. Wir werden nach Kalifornien, Los Angeles, Kalifornien gehen. Ich zeige euch richtig böse Ecken. Deutschland an sich ist ja, gut, das sind jetzt so soziale Brennpunkte, aber glaubt mir, das ist hier absolut gar nichts. Ich kann hier, wie ihr seht, frei herumlaufen. In der USA ist es so, in manchen Städten oder manchen Orten, die super, super gefährlich als gefährlich gelten, kannst du nicht einfach so filmen. Die sagen, Homie, komm mal hier, man. Mit Knarren, Gangs. Es gibt Gangviertel, da kannst du nicht rumlaufen, geschweige von Kamera halten. Aber wir machen das. Wir fahren auch dahin. Ja. Und ja, ich werde euch die Wahrheit zeigen. So wie sie wirklich ist. Ja. Deutschland, nochmal ganz kurz, damit möchte ich auch niemanden anfahren.
Wir haben keine Gangster in Deutschland. Das sind alles keine Gangster. Sorry, wenn ich das so sage. Ihr seid keine Gangster. Das ist eher so, hier versuchen die Leute zu überleben. So. Weiß ich meine. Dort auch. Aber dort ist, wo ich sage, kannst nicht einfach so reinlaufen. Ja. In Los Angeles kannst du nicht reinlaufen. Hier, ja, hey, was ist hier? Aber in L.A. kannst du das nicht bringen. Ja, ich meine, ja, in L.A. kannst du das nicht bringen. Ja. Und ja, das war's mit dem Video, Freunde. Mein Name ist J6. F. Sanen Kebab, sehe ich gerade. Ein Kebabladen. Gehen wir da mal vorbei? Jetzt zwei Jungs, die mich gesehen haben, bestimmt. Gucken wir jetzt auch gerade hinterher. Das sind Jugendliche, weißt du, was soll ich denn sagen? Ja, gefällt mir wirklich die Siedlung hier. Jetzt hier am Dönerladen. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Was wir machen ist, wir verlassen jetzt diese Gegend. Wir sehen uns in der nächsten Gegend Neuköllns. Und zwar ist das Rudo. Folgt mir weiter auf meine Reise. Und danke fürs Reisen für diese Folge jetzt hier. Mein Name ist J6, all in the mix. Abonnieren, aktivieren und bis zum nächsten Mal. Besser gesagt, geht rüber. Bis zum nächsten Video. Danke nochmal. Haut rein. Schöne Grüße aus Berlin, Neukölln. Lipschitz Allee. Vibes.